Hey Leute, hier hätte ich jetzt für euch das Jägerset. Die Jägermods sind an sich sehr stark, aber der Set-Bonus ist leider nicht wirklich berauschend. Also, naja, fangen wir ganz vorne an. Wo bekommen wir diese Jägermods her? Wir können diese Mods von dem Hämozyten bekommen, während dem Blackstar-Event. Wir können die Mods von den Ghoulen bekommen und wir können diese Mods aus der Ghoul-Bounty bekommen. Dieses Modset, zumindest der Set-Effekt, ist hauptsächlich auf Kupro bzw. Kevet-Bonus ausgelegt. Aber die einzelnen Mod-Effekte sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Also, selbst wenn ihr ohne einen Kupro oder Kevet spielt, man benutzt die Jägermods einfach, weil sie so unglaublich stark sind. Als kleines Beispiel, Jägerknochensense gehört nicht dazu, das ist nämlich ein Ripcar-Mod, Jägeradrenalin. Wandle 45% des Gesundheitsschadens in Energie um. Vorher haben wir ja die ganze Zeit Zorn benutzt. Zorn hat nur 40%. Das bedeutet, wir sind schon mal 5% besser als mit Zorn. Zorn ist ein 9er Mod. Und Jägeradrenalin dafür ein 11er Mod. Hat aber die gleiche Polarität, von daher ist das mal kein Problem für uns. Das möchte ich jetzt gerade noch erwähnen. An der Stelle ist es zu erwähnen, dass Jägeradrenalin bzw. Zorn extremst gut mit schnelles Denken bzw. Gladiator Finesse skaliert und wir dadurch zumindest eine begrenzte Unsterblichkeit bekommen können. Also gar nicht mal verkehrt. Jägerfährte plus 30% Statusdauer. Naja, das ist wirklich vollkommen egal. Ist ein ziemlich schlechter Mod eigentlich. Und Jägergenesung ist jetzt wieder cool. Plus 30% Gefährten, Lebensraublink, was bedeutet, wenn unser das bedeutet Cooper oder Kevet, wenn der einem Gegner Schaden macht, bekommen wir 30% des Schadens als Leben wieder gut. Und ich sage mal, mit den Kevets sind wir im Orange-Grid-Bereich, wenn wir es richtig modden, mit dem Coopros machen wir auch unsere 4-5k Damage, also die können uns schon ordentlich heilen, also dieser Mod ist auch nicht verkehrt. Jägermunition. Das ist wahrscheinlich der beste Mod, den wir hier haben. Wenn wir einen Crit landen, haben wir eine 30% Chance, einen Schnitt-Status-Effekt auszulösen. Das bedeutet, Waffen wie die Lanka oder die Optikor, die fast keinen oder gar keinen Schnitt-Damage haben, machen auf einmal extremste Schnittprocs, die selbst Level 155er Heavy Gunner, wenn man Glück hat, mit einem einzigen Treffer zerfetzen. Also, dieser Mod ist unglaublich stark. Und dieses Set skaliert sehr gut mit den Vigilant-Mods. Das bedeutet Vigilante-Aufrüstung und Vigilante-irgendwas. Ah, nicht Gladiator. Sieht man das schon beim nächsten Set bin. Vigilante-Aufrüstung mit Mehrfachschuss und Vigilante-Eifer für mehr Feuerrate. Also das ist im Normalfall eine sehr gute Kombination und ihr seht es ja bei meinen ganzen... Ich bin schon wieder bei Gladiator. Ihr seht es ja in meinen ganzen Waffenguides, da benutze ich meistens oder ja doch eigentlich meistens, wenn ich ein Jägermunitions, also Jägermunitionsbild mache, die beiden Mods, um meine Crit-Chance zu erhöhen. Also sehr, sehr, sehr gute Synergie und das hier ist auch ein extremst guter Mod. Dann Jägersynergie ist auch ein, schon wieder muss ich sagen, ein sehr spannender Mod, weil wir haben eine plus 30% Crit-Verbindung. Von unserer Primärwaffe auf die Crit-Chance von unserem Kupro oder Kevet. Bei den Kupros ist das jetzt weniger interessant, aber bei einem Kevet haben wir auf einmal eine 115, 120, vielleicht sogar 130% Crit-Chance. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Also könnte man mal wirklich überlegen mitzunehmen. Hier möchte ich noch erwähnt haben... Wenn ihr jetzt gerade an die Tread denkt, die Tread ist nicht die beste Wahl für sowas, weil bei der Tread nimmt dieser Mod die Crit-Chance von dem nicht aufgeladenen Pfeil und die ist nicht so hoch wie die Crit-Chance von manchen anderen Waffen. Wollte ich hier gerade nur mal erwähnt haben. Jägerbefehl, das Anwenden eines Schnitt-Status-Effekt auf einen Feind bringt den Gefährten dazu, ihn für 6 Sekunden anzugreifen. An sich ist das interessant, muss man ganz ehrlich sagen. Nachteil ist, wenn wir anfangen, auf einen Gegner drauf zu hauen oder drauf zu schießen oder sonst irgendwas, so dass er Schnittstatuseffekte auf sich drauf hat. Naja, welcher Feind überlebt lange genug dann, zumindest bei euch,
dass euer Gefährte Zeit hat, dahin zu rennen, hinzusprinten oder sonst was und ihn anzugreifen. Also bei mir sind die Gegner normalerweise innerhalb von 1 bis 2 Sekunden tot, was bedeutet, naja, ist jetzt nicht so prickelnd. Hier möchte ich auch gerade erwähnen, bei Korra, wenn wir einen Gegner manuell angreifen lassen mit der 2. oder 3. Fähigkeit, überschreibt das den Jägerbefehl. Also Jägerbefehl steht unter dem direkten Befehl. Gut, kommen wir jetzt noch auf den Set-Bonus zu sprechen. Begleiter verursachen 25% mehr Schaden bei Gegnern, die unter dem Schnittstatus-Effekt leiden. Gut, das ist verdammt viel. Ihr müsst bedenken, das deckt jetzt 6-mal hoch. Das bedeutet 6-mal. Was bedeutet, wenn wir diesen Mod 6-mal drin haben, haben wir 6-mal die 25% Chance, was bedeutet, wir haben 150% Bonus-Damage. Das ist einfach sau viel, anders kann ich es nicht ausdrücken. Also, ist schon eine geile Sache. Aber die Gegner müssen unter einem Schnitt Statuseffekt sein und ich habe es ja bereits erwähnt, wenn Gegner unter einem Schnitt Statuseffekt sind, wenn ihr gute Waffen dabei habt, sind sie dann auch schon tot. Also, alles in allem nicht ganz so prickelnd. Gut, ich springe jetzt nicht mehr ins Mission, dann in eine Mission oder ins Simulacrum rein, weil hier gibt's eigentlich nicht groß was zu zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.